Was geht ab, meine Z-Fighter? Osiris hier mit einem weiteren Video zu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Und zwar gab es ja heute eine Serverwartung, die ist vorüber. Es gab auch einen gewissen Data-Download global im globalen Dokkan Battle. Dazu wissen wir jetzt mehr. Wir wissen quasi, was jetzt neu reingekommen ist in den globalen Daten. Das werden wir jetzt vorerst besprechen. Und dann werden wir noch besprechen, ob ihr in dem Ultimate Gohan Banner summon solltet. Also fangen wir mal direkt an, würde ich sagen. Natürlich Shoutout an Dokkan Reddit. Für die ganzen Leaks der Daten. Neue Karten werden kommen. Und ihr seht es ganz außen vorweg, ganz am Anfang. Der Ultimate Gohan Strength wird kommen, also Hybrid Saiyan Leader. Gestern kam ja die News, dass die Stage kommen wird. Da waren manche verunsichert, dass der Banner eventuell nicht kommt, nur weil die Stage News draußen ist. Aber da habe ich ja gemeint, Leute, das ist reine Routine. Das war eigentlich schon immer so. Dass dann die Tage drauf, beziehungsweise nach der Wartung, wir mehr wissen. Und das war jetzt eben der Fall. Heißt, Ultimate Gohan kommt, mit ihm natürlich neue Bootanks. Wir schauen uns die Karten an sich gleich genauer an. Ein Tech SA Ultimate Gohan kommt, heißt, er hat quasi eine farmbare SA, aber der droppt aus dem Banner. Physisch Gohan, Super Saiyan 2, bekommt sein Rebirth, schauen wir uns auch gleich an. Und ganz wichtig, Android 18 kommt als New Year Neujahr Login. Wie gesagt, die Karten schauen wir uns gleich an. Übersetzt wurden Super Vegeta Rebirth und ein Intelligent Super Saiyan Trunks Rebirth, das ist der Trunks von seinem Story-Event, der ein Awakening bekommen wird. Das sollte online gehen am 1.1. quasi zu Neujahr. Und ja, da spekuliert man halt eben, weil das Event am 1.1. online geht, auch sein Awakening logischerweise zu der Zeit online geht. Zudem, Leute, boom, es gibt neue Missionen. Und zwar werden neue Supreme Kai Missionen kommen. Damit werden neue Supreme Kai Stones kommen und boom, die Potara-Medaillen. Die Potara-Medaillen werden kommen, Leute. Heißt, wir könnten quasi unseren Vegito erwecken zum Transcendent Ultra. Warum sage ich quasi? Wir schauen uns gleich das genauer an. Das Ganze geht am 31.12. online. Add Login steht hier dran. Also gehe ich davon aus, dass am 31.12., wenn ihr euch einloggt, zu eurer Login-Zeit, die ist ja bei vielen versetzt, entweder dann online geht oder zu Standard-Tageswechsel, zum Tageswechsel um 1 Uhr morgens. Ich hoffe, dass der 31.12., was ich denke, sonst würde da 1.1. stehen. Aber da ich bin schon ein guter Dinge, dass es der 31.12. sein wird. Okay, wie gesagt, dann geht das Event vom Future Trunks online, das Story-Event am 1.1.2018. Hier steht quasi 1.1. dran. Und verschiedene neue Missionen zur New Year Campaign. Heißt, es wird eine neue Kampagne starten. In-game sind noch keine Informationen dazu. Ich denke, das sollte entweder heute Abend, heute Nacht um 1 Uhr online gehen oder nach der Wartung morgen, die um 5 Uhr endet, 5 Uhr morgens am 28.12. Aber wir haben da schon gewisse Informationen zu gewissen Missionen. Und zwar, wenn man 30 Stages zwischen dem 31.12. und dem 17.1. Bewältigt, cleared, bekommt man 11 Stones, ein Elder Kai Orbs und Herkulstatuen. Und es wird Daily Quests geben, indem man, wenn man 18 Stamina verschwendet pro Tag, 1 Stone bekommt während dieser gesamten Periode. Alles klar, dann würde ich sagen, wir schauen uns die Karten mal genauer an. Wir sind nun auf die Busy Space in der Schedule Timeline. Das sind die Karten, die kommen. Und hier steht es dann im Prinzip quasi auch jetzt dran. Ultimate Gohan kommt um hier, ja, wenn wir jetzt Neustunden, unsere üblichen Neustunden draufsetzen, das ist 3 Uhr morgens, am 28.12. 3 Uhr morgens. Jedoch wissen wir auch, dass eine Wartung für morgen angekündigt ist, diese um 5 Uhr morgens endet. Deshalb kommt logischerweise Ultimate Gohan am 28.12. um 5 Uhr morgens unserer Zeit. Was kann dieser Dude, diesen Dude schauen uns gleich genauer an, indem wir besprechen werden, ob ihr für ihn summon solltet. Deswegen lasst uns mal die anderen Karten gucken. Zu ihm gibt es wirklich nicht viel zu sagen. Ist ein SR Ultimate Gohan aus dem Banner. Könnt ihr zum SSR machen. Ist quasi für die SA von dem neuen Ultimate Gohan oder für jeden anderen Ultimate Gohan. Bei diesem Boost war es interessant. Da gibt es einen Übersetzungsfehler. Denn wenn wir uns den SR anschauen, der ist quasi, der stimmt bei dem alles. Da ist seine Passive, dass er Super-Type-Enemies 30% die Verteidigung verringert, sein eigener Angriff um 80% hochgeht. Wir brauchen 35 Meter von Buan-Event, nicht vom Ultimate Gohan-Event. Heißt, wenn ihr vorhabt, den zu holen, ziehen, könnt ihr schon mal die Medaillen holen. Heute ist ja Int-Day. Aber da ist dann ein Fehler, ein Pass-Übersetzungsfehler, ich denke nicht, dass es geändert wird. Und zwar ist es genau andersrum. Hier steht dann dran, Super-Type-Enemies-Death minus 100% und sein eigener Angriff geht um 50% hoch. Eigentlich sowas auch in der JP oder von SSR ist es andersrum.
Heißt, eigentlich sollte er 100% Angriffboost bekommen und die Verteidigung von Superheroes um 50% senken. Ich denke, also das ist kein Übersetzungsfehler von DBZ Space, denn das, die übernehmen das 1:1 von den Daten. Heißt, in den Daten sollte dann ein Fehler sein. Hoffe ich, also ein Übersetzungsfehler. Ich sehe keinen Sinn, dass sein SR-Passive genau andersrum ist und richtig ist, so wie es in JP war, und sein Ultra-Rare dann auf einmal anders wird. Ich denke, das handelt sich um Fehler, denke ich, auf jeden Fall. Gut. Android 18. Zu ihr wissen wir eigentlich alles, haben wir im letzten Video geguckt, was sie alles so kann. Könnt euch gerne mal hier rumgucken. Aber interessant bei ihr ist, sie kommt zum Neujahr-Login. Und da bin ich eigentlich guter Dinge, dass entweder, wie gesagt, heute Nacht oder nach der Morgenwartung eine neue Kampagne auch zu uns in Global starten wird, da wir mehr Informationen wissen werden. Vor allem der Banner, dass der Banner auch quasi in-game geteasert wird und aber auch die LR-Kampagne, dass die LR-Kampagne quasi auch bei uns kommt, die LR-Androids-Kampagne. Denn LR Goku damals lief zeitgleich auf JP und Global, deswegen bin ich da gute Dinge wirklich, dass es auch zeitgleich mehr oder weniger laufen sollte. Rebirth Gohan ist wirklich sehr, sehr gut. Das ist der Super Saiyan 2 Gohan, physisch der Int. Ich sag erst physisch und Int, der physische natürlich. Ich habe Int gesagt, weil er so lila ist. Er ist wirklich sehr, sehr guter Supporter. Er gibt jeden Verbündeten Attack und Death plus 35%. Wirklich Hut ab vor ihm. Genau, übersetzt wurde quasi, wie gesagt, Vegeta. Und der Trunks sollte auch kommen. Dieser Trunks ist wirklich gar nicht mal so schlecht. Er ist sehr gut Free-to-Play und bekommt Fierce Battle und 70% offen Angriff, wenn er zwei oder mehr Gegner gegen mehr Gegner kämpft. Alles klar, dann schauen wir uns ganz kurz nochmal unseren Vegito an. Wir brauchen für ihn 30 Potara-Medaillen. Die Potara-Medaillen kommen am 31.12. mit neuen Missionen. Wenn wir 30 Medaillen von ihm haben, jetzt auch das Artwork in den Daten drin zum Transcendent Ultra Rare, wird es zum Transcendent Ultra Vegito. Das große Problem hierbei ist jedoch, die Missionen sind quasi auch hier schon sehbar, da sie in den Daten sind. Hier sehen wir es. Ihr könnt gerne hier nachgucken, Leute. Ich werde die Links in die Beschreibung setzen. Wenn ich es vergesse, erinnert mich dran. Was ihr machen müsst, um die Potara-Ohrringe zu bekommen, über die Supreme Kai Mission, das sind über Stages, nicht über Dokkan Events, wie bei den Supreme Kai Stones. Problem ist, wenn ich das hier ganze runterzähle, sind es 21. 21 Potara mit einer, aber für ihn brauchen wir 30, um ihn zu erwecken. Also es ist interessant, was sie da machen. Es ist dann quasi so wieder so ein Zwischending, to be released Zwischending, 1.5 oder was. Naja, guck mal, vielleicht kommt da irgendwie was mehr oder halt ein paar Tage drauf dann direkt sein LR-Status mit mehreren Ohrringen. Ich hoffe, wir müssen da wirklich nicht allzu lange warten. Anyways. Jetzt stellen wir uns mal eine Frage, ob ihr summon solltet beim Ultimate Gohan. Ultimate Gohan an sich wirklich eine 1A-Karte. Er gibt Hybrid Saint seine neue Kategorie, heißt Halb-Saiyajins. Quasi Goten, Gohan, alle Kinder von Goku und Vegeta und so weiter und so fort. Gibt der Ki plus 3 HP und Def 170% auf den Angriff 180%. Er erhöht seinen Angriff, macht immense Damage. Passive. Bekommt 120% so fix und hat eine Medium Chance, dass er gegen jeden Schutzschutz aktiviert. Also gegen jeden Typen Vorteil hat quasi. Zudem gibt der Super Type Allies 50% auf die Verteidigung. Wirklich ein sehr guter Dude. Sie haben ihn gut getroffen, finde ich. All in the Family, Saint Lineage, Infighter, Z-Fighter, Shocking Speed, Power Best, oh my God, Fierce Battle. Also, an sich müssen wir da nicht streiten, die Karte ist wirklich sehr, sehr gut. Es ist eigentlich wert, ihn zu haben, aber schauen wir uns mal sein Banner an. Sein Banner sowas in JP, kann sein, dass sich mehr oder weniger in Global ändert. Wir wissen, wie das in Global läuft in letzter Zeit. Einzige guten zwei Karten hier, beziehungsweise 1, 2, 3 Karten wären hier Gohan, Janemba und der neue Boot. Trunks natürlich auch, sagen wir 4 Karten. Und der Rest ist so nicht schlecht, versteht mich nicht falsch. Aber, ja. Wenn wir uns mit Ultrinsic Goku vergleichen, ist Ultrinsic Goku sein Banner um einiges besser. Und daher würde ich auch sagen, Leute, weil ihr kennt meinen Standpunkt. Es ist ein neuer Kategorie-Leader. Wenn ihr einen Kategorie-Leader schon habt, sei es Gogeta, Shadow, Omega Shenlong, Ultrinsic Goku und ein vollständiges Team bauen könnt, dann seid ihr mit diesem Team wirklich eine lange Zeit, kommt ihr mit diesem klar durch alle Dokkan-Events. Und deswegen, ihr kennt diesen Standpunkt von mir, da sage ich immer, wenn ihr ein, zwei Kategorie-Teams habt, dann müsst ihr nicht für jeden Kategorie-Leader, der neu kommt, summon. Vor allem nicht für Ultimate Gohan, sage ich jetzt mal vorsichtig. Obwohl er eine wirklich sehr gute Karte ist. Es ist quasi, wir hatten Ultimate Goku hinter uns, haben wahrscheinlich viele ihre Stones verschwendet. Viele haben gar keine Stones mehr, deswegen müsst ihr da wirklich nicht overn. Ihr müsst dann jetzt nicht übertreiben, nur weil eine neue Karte kommt, müsst ihr jetzt nicht für ihn summon. Die Karte an sich ist wirklich sehr, sehr gut.
für ihn kann man summonen, so ist nicht. Aber da ist dann wirklich so ein Ding, da sage ich ein Zwischending, 50-50. Entweder ihr habt Bock drauf und summonet dafür oder eben nicht und spart. Es ist wirklich so gesehen kein Muss wie bei Ultrinsic Goku, dessen Banner 1A war und mit den Tickets auch noch. Da kann man sich wirklich nicht streiten, zumal Ultrinsic Goku ja noch online ist. Also er ist es wert auf jeden Fall, aber kein Muss, schlussfassend gesagt. Zumal auch in zukünftigen Banner wirklich auch kommen wird wieder. Aber in Sachen Teambuilding bei ihm ist wirklich sehr interessant. So könnte momentan in Global ein Team bei ihm aussehen. Wundert euch nicht, ist nicht die UR-Version, weil ich hier nicht gefunden habe. So wie den Rebirth von dem Gohan, das kommen wird. Sein Rebirth wird, glaube ich, später als... Also nicht morgen kommen, sondern ich glaube, das war ein bisschen später. Einen Moment, Leute. Hier genau, am 31.12. Okay, der kommt am 1.1.37 unserer Zeit. Also sein Rebirth kommt später. Also nicht morgen mit Ultimate Gohan, aber ein Team könnte zum Beispiel so aussehen. Ganz klar, erste Sahne, LR Gohan, Gotenks und diese Gotenks in einer Rotation ist sehr, sehr gut. Gohan und LR Gohan in einer Rotation ist 1A und dann habt ihr quasi Support mit dem hier, mit seinem Rebirth, 35% auf Angriff und Verteidigung oder in dem Trunks, beziehungsweise unten im Trunks rein, der ein Orb-Changer ist für LR Gohan oder ihr könnt Trunks raushauen und Virus reinhauen. Als Orb-Changer quasi, auch wenn er kein Hybrid-Sane ist. So, machen wir es mal so, ja komm. Wirklich 1A-Team, so ist nicht, das Team ist wirklich insane. Aber das ist jetzt zum Beispiel die Sache. Wenn ihr gar keinen Kategorie-Leader habt, dann könnt ihr hier summonen, beziehungsweise wenn ihr in der Lage seid, mehr oder weniger diese Charaktere zu haben, in Luxus und euch nur der Leader fehlt, dann würde ich auf jeden Fall bei Ultimate Gohan summonen, denn wenn ihr ihn als Leader habt, habt ihr quasi ein 1A-Team. Aber Leute, wie gesagt, Schluss, was sind wirklich... Man kann es versuchen, ist aber kein Muss zu Ultimate Gohan, ob ihr das summonen solltet. Alle anderen Informationen könnt ihr hier entnehmen, was uns so bevorsteht. Ich hoffe, das Video hat euch demnach gefallen. Wenn ja, gebt dem Ganzen ein Like und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Leute. Peace.